Liebe Katharina, ich freue mich riesig, dass du heute hier bei mir zu Gast bist. Du bist eine ganz wunderbare Fotografin. Ich habe dich kennenlernen dürfen, schon als eine Kollegin von mir. Und ich habe einfach ein Gefühl bei dir gehabt, dass du mit Herzen Fotografin bist. Und das hat mich einfach angesprochen. Ich wollte einfach mit dir ein bisschen plaudern über deinen mutigen Schritt in die Selbstständigkeit als Fotografin. Du lebst in Kiel mit deinem Mann und deinen beiden Kindern und hast den Schritt, ich glaube, letztes Jahr gewagt, komplett in die Selbstständigkeit, warst vorher angestellt. Und ja. Genau, möchtest du ein paar Worte einfach zu dir schon mal sagen? Ja, sehr gerne. Ja, dann startet. Also erstmal vielen Dank für diese Einladung, liebe Julia, und freut mich natürlich total und bin total berührt davon, dass du dich für meine Geschichte interessierst. Und du bist ja auch eine total tolle Fotografin. Ich schätze dich und deine Arbeit auch total. Und natürlich macht es mir Spaß, auch ein bisschen was davon zu erzählen. Und ich war vorher in einem Verlag angestellt als festangestellte Fotografin. Und lebe mit meiner Familie in Kiel und hatte zu dem Zeitpunkt dann auch schon ein Kind oder habe dann in meiner Festanstellung ein Kind schon bekommen und bin dann immer gependelt, als der Kleine oder ja inzwischen der Große 10 Monate alt war, bin ich wieder angefangen zu arbeiten. Und habe dann einfach immer jeden Tag nicht jeden Tag, 3 Tage in der Woche, um ehrlich zu sein, bin ich gependelt von Kiel nach Hamburg mit einem Kleinkind. Und das war auf jeden Fall super, super stressig, aber es gab einen langen Leidensweg, bis ich dann endlich mich es getraut habe, in die Selbstständigkeit zu wagen. Super, genau. Das ist ja schon ein Riesending, einfach mit einem Kind praktisch diesen Schritt auch zu wagen. Wann kam denn so für dich der Punkt, dass du gesagt hast, so geht es für mich nicht weiter und ich möchte so gerne selbstständig werden? Was war denn so, gab es einen Auslöser? Um ehrlich zu sein, war es dann mit dem zweiten Kind für mich immer dringlicher, dieses Bedürfnis, meine Zeit doch sehr viel freier einteilen zu können. Darum ging es mir vor allem, weil ich war schon immer jemand, der relativ schnell und effektiv, würde ich sagen, gearbeitet hat. Und wenn die Arbeit dann erledigt war, da rumzusitzen und meine freie Zeit da zu verplempern, sage ich jetzt mal, nur weil es auf dem Papier steht, dass man bis dann und dann bleiben muss, fand ich schon immer irgendwie, hat sich nicht richtig angefühlt. Und das hat mich in eine ganz große Unzufriedenheit dann gestürzt. Also einfach auch in der zweiten Schwangerschaft, das kennen alle Mütter, die zum zweiten Mal schwanger sind, für das zweite Kind bleibt sowieso nicht so viel Aufmerksamkeit, alleine schon in der Schwangerschaft nicht. Man zerreißt sich zwischen den Bedürfnissen des ersten Kindes, denen will man gerecht werden. Man will ja auch noch eine Partnerschaft irgendwie leben und vereinbart bekommen. Und gleichzeitig ist dann diese große Masse an Zeit einfach draufgegangen für die Pendelei, die wirklich irgendwie auch so gefühlt verschenkte Zeit war. Ich habe es versucht, mir immer gut zu machen, mir Bücher mitzunehmen, Podcasts zu hören, Weiterbildung zu betreiben in der Zeit, das irgendwie zu nutzen. Aber ganz ehrlich, es hat dann schon echt richtig, richtig doll genervt. Und dann war auch die zweite Schwangerschaft nicht ganz so problemlos wie die erste, sodass ich dann frühzeitig auch ins Arbeitsverbot gehen musste oder ein Arbeitsverbot bekommen habe von meiner Ärztin. Und ich dann erstmal aufgeatmet habe und gemerkt habe, dass sich das eigentlich auch ganz richtig anfühlt, sich jetzt erstmal nur auf mich und das zu konzentrieren, was ich ja schon hier in Kiel nebenbei gemacht habe, nämlich meine eigentliche Herzensangelegenheit, die Familienfotografie. Und die habe ich auch schon damals als Kleinunternehmerin selbstständig neben der Festanstellung in Kiel gemacht.
und habe mich dann aber einfach als eben dann der zweite geboren war und ich mit der Elternzeit dann durch war. In dieser Zeit habe ich mir ja dann schon Gedanken darüber gemacht, mich selbstständig zu machen. Dann kam ja auch noch Corona und ja, dann habe ich mich einfach getraut. Ich bin ins kalte Wasser gesprungen. Genau. Aber die Idee war auf jeden Fall schon lange da und dieses Bedürfnis, einfach selbstbestimmt zu arbeiten, dir, das war einfach viel, viel zu groß geworden dann irgendwann. Ja, also es ist dann oftmals so, dass der Wunsch nach Veränderung viel, viel größer ist als die Angst vor dem nächsten Schritt. Das höre ich auch so ein bisschen bei dir raus. Dass jedes Problem so sein Geschenk mitbringt, also dass du halt auch zu Hause bleiben musstest in der zweiten Schwangerschaft, was dir dann Raum gegeben hat, um eben das andere entwickeln zu lassen und dann eigentlich Raum hattest, auch deinem Herzensthema nachzugehen. Genau. Und ich habe so das Gefühl, diese Familienfotografie, die passt halt so unglaublich zu dir, weil du das selbst so lebst. Und ich habe das Gefühl, wenn ich bei dir so über deine Seite stöber, deine Bilder anschaue und auch die Referenzen von deinen Kunden lese, dass du mit vollem Herz dabei bist, dass wirklich die Fotografie, das Handwerk nebenbei mitläuft und du einfach als Mensch dort punktest. Und erzähl doch mal, wie das ist für dich, wenn du zu einem Kunden kommst, wenn du eine Familie fotografierst mit Newborn oder ein schwangeres Pärchen. Wie fühlt sich das für dich an, wenn du da Bilder machst? Ja, also der Kontakt entsteht ja oft schon mal am Telefon vorab und an dem Tag selber, wenn ich dann hinkomme, bin ich immer so ein bisschen aufgeregt, weil das ist ja das erste Mal, dass wir uns dann wirklich hautnah und persönlich treffen und so voreinander stehen und ich weiß meistens dann schon im Vorfeld, ich frage ich auch immer die Namen, wie viele Familienmitglieder sind es, wie alt sind die Kinder, was sind aktuell eure größten Herausforderungen und gehe da wirklich ganz individuell immer auf die Familien ein und genau, habe also schon eine Vorstellung oder ein Bild, aber das ist immer ganz spannend, wenn sich dann die Tür öffnet, ob sich dieses Bild dann wirklich so bestätigt oder ob ich dann auch manchmal was ganz anderes vorfinde. Und genau, also ich mache das dann wirklich erstmal so, die Kamera bleibt erstmal in der Tasche, wir erzählen erstmal, lernen uns erstmal kennen. Man muss immer so 10 bis 15 Minuten miteinander erstmal warm werden. Und genau, dann höre ich mir auch erstmal, wenn jetzt gerade ein Baby geboren wurde, gerne auch nochmal, wenn die Eltern das erzählen möchten, die Geburtsgeschichte kurz an oder was an Besonderheiten war, vielleicht auch in der Schwangerschaft und genau, ob die Mama stillt oder vielleicht Fläschchen gibt und sowas sind dann eben die Themen. Und ich kann das eben, weil ich selber Mutter bin, auch oft sehr gut nachvollziehen und nachfühlen, in was für einer Phase die Mütter und auch die Väter dann zu diesem Zeitpunkt oft sind, weil ich das selbst eben zweimal durchgemacht habe. Genau, das ist einfach das Intensivste daran, dass du selbst als Mama einfach nochmal ein ganz anderes Gefühl auch mitbringst, ein anderes Verständnis mitbringst für Situationen, die zu Hause sind, weil ein Fototermin ist ja im Prinzip auch eine ganz besondere, außergewöhnliche Sache. Also die Kinder verhalten sich ja dann anders mit jemand Fremden im Haus. Ich habe oft erst die Erfahrung gemacht, dass das ältere Geschwisterkind eher so den Clown macht dann. Wenn das ist der Klassiker, ja. Weiß. Und das einfach abzufangen und diese Muße und Geduld auch mitzubringen. Ich kann mir vorstellen, dass es für dich nochmal, also ich bin ja kinderlos, aber für dich nochmal ein ganz anderes Thema ist und Verständnis da ist, was ich lernen muss. Aber bei dir, du bringst es ja einfach mit, dass das nochmal ein riesiger Vorteil für dich ist. Empfindest du das auch so? Ja, absolut, total. Und das ist ja auch das, was mich so sehr auch daran, also ich habe ein wirklich echtes Interesse auch daran zu fühlen und zu sehen und zu spüren, in was für einer Situation ist diese Familie gerade? Was sind gerade die aktuellen Probleme oder Herausforderungen gerade auch für sie?
Und wie können wir dann aus dieser Situation die beste Stimmung auch schaffen, um wunderschöne Fotos dann am Ende zu machen? Und genau, also ich empfinde das als absolute Bereicherung, da in bestimmten Bereichen einfach zu wissen, aus eigener Erfahrung, wie sich das anfühlt und auch noch relativ frisch zu wissen, wie sich das anfühlt. Weil das verblasst ja schon im Laufe der Zeit. Selbst wenn man Mama ist, aber schon ein älteres Kind hat, weiß man vielleicht nicht mehr, wie es sich angefühlt hat, irgendwie alle 2 Stunden nachts gestillt zu haben und eigentlich sich völlig fertig zu fühlen und so wie in Watte gepackt und genau, auch so ein Verständnis für die Kinder einfach mitzubringen. Also ich bin schon immer ein großer Kinderfan gewesen. Das gefällt mir auch am allermeisten an dieser Arbeit. Also die Kinder sind meine allerliebsten, ich mag am allerliebsten die kleinen Kinder fotografieren. Und wenn du sagst, ja, das große Geschwisterkind, also so der Klassiker ist ja, vielleicht 2 oder 3 Jahre alt ist das Kind und ist gerade ein kleiner Wurm geboren worden. Und man macht eine Wochenbettreportage beispielsweise. Und dieses, also zu verstehen, woher dieses Kind gerade kommt, dass es für dieses große Kind einfach so ein einschneidendes Erlebnis ist, dieses Geschwisterkind. Und dass es einfach auch so ein gewisses Verständnis dafür braucht, dass dieses Kind da, also oft, ich habe auch den Fehler gemacht, als ich selber Mama war, sagen wir es mal so, und zum zweiten Mal, dass ich nicht gemerkt habe, dass mein Großer eigentlich da auch oft seine Grenzen so getestet hat und gesucht hat, dann auch gerade in solchen außergewöhnlichen Situationen, wenn die Fotografin kommt, ja, dass es dann überhaupt kein Zufall ist, dass das große Kind dann neben dem Baby da herumtobt und ganz zufällig irgendwie scheinbar das Köpfchen berührt oder so, ja, dass man da aber auch nicht das große Kind für verurteilen darf, weil man verstehen muss, aus welchem emotionalen Bedürfnis heraus das Kind kommt. Nämlich, das ist so, als würde dein Mann zu dir sagen, so liebe Julia, also ab heute habe ich jetzt eine neue Frau bei uns. Die schläft jetzt immer bei uns hier im Bett. Ich habe dich aber noch genauso lieb wie vorher. So, das ist ja immer der Klassiker. Und da kann man sich mal so emotional dann hineinfühlen, so ein bisschen in dieses Kind. Und ich versuche immer, den Eltern vor allem zu beruhigen und zu sagen, locker, und das gehört alles mit dazu. Und ich versuche vor allem auch mit dem Kind selbst eine Verbindung herzustellen, möglichst frühzeitig auch schon, ohne Kamera am Anfang. Genau, also das steht und fällt immer mit den Kindern so ein bisschen, wie die drauf sind. Und oft schaffe ich es aber auch, dann einen Draht zu denen herzustellen. Ich hatte es nur ein einziges Mal, dass sich ein Kind verweigert hat bisher. Und dann haben wir einen Ersatztermin gefunden, aber funktioniert auch. Genau, das denke ich auch. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass dieses Gefühl bei den Eltern später bleibt. Also die Fotos haben sie ja. Das ist ja was man in der Hand hat. Aber einfach dieses Gefühl, dass einen jemand durchgeleitet hat durch diesen Moment, dieses Fotoerlebnis, weil da braucht man ja schon irgendwie so ein bisschen Regieerfahrung, sage ich mal, dass man das alles so koordiniert neben dem Fotografieren. Und das Fotografieren läuft eigentlich nebenbei. Die eigentliche Arbeit ist die ganze Zeit die Kommunikation. Die Kommunikation ist das A und O als Fotografin. Und wenn mir jemand erzählt, er gibt keine Anweisung oder er will überhaupt alles nur von sich aus entstehen lassen, dann kann das auch ganz oft nach hinten losgehen und sich so anfühlen für die, die fotografiert werden, dass sie alleine gelassen werden, dass sie total verunsichert sind, dass sie sich überhaupt nicht mehr wohlfühlen. So, und deshalb ist es das Allerwichtigste, da wirklich zu signalisieren, ich verstehe euch, ich bin auf eurer Seite, ich weiß, in was für einer Situation ihr seid. Und dann einfach zu sprechen, weiter am Ball zu bleiben miteinander. Ja in Kontakt zu bleiben. Richtig, diese verschiedenen Energien, die einfach in dem Raum dann einfach herrschen, von dem älteren Kind, was Aufmerksamkeit möchte, und den Eltern, die ja dieses perfekte Bild jetzt sein möchten. Den Druck aus den Eltern zu nehmen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Hattest du schon mal so eine besondere Situation, wo du gesagt hast, jetzt kippt die Stimmung,
Oder hast du das immer wieder auffangen können und wie fängst du sowas an? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich habe das schon erlebt. Also ich spüre die Spannung auf jeden Fall deutlich, immer wenn sie entstehen. Und das ist auch durchaus normal, dass die Spannung erstmal am Anfang vor allem da ist. So eine gewisse Befangenheit ist da. Genau, dann durch das Vorgespräch sind vielleicht schon einige Fragen geklärt worden. Dann muss man herausfinden, woran liegt es, dass die Eltern vor allem befangen sind. Meistens sind es die Eltern, nicht die Kinder, die da befangen sind. Und je lockerer die Eltern sein können, desto lockerer und unbeschwerter können auch die Kinder sich verhalten. Also genau, man muss so ein bisschen rausspüren, dann einfach erspüren und auch erfragen vielleicht, was sie sich vorstellen. Und wenn sie genau diese Vorstellung haben von diesem perfekten Bild und es muss dieses eine Bild sein, was sie in ihrem Kopf schon haben, versuche ich ihnen eigentlich schon von Anfang an zu sagen, versuch dich davon frei zu machen. Wenn wir, also meistens kriegt man dieses Bild schon noch am Anfang. Nicht, aber am Ende vielleicht, ja. Aber das hängt eben davon ab, wie locker sie dabei sind. Und je mehr Druck sie sich selber machen und dieses Bild unbedingt haben wollen, desto schwieriger wird es, das manchmal zu bekommen. Und jemand, der sich an mich wendet, weiß vielleicht auch, dass ein perfektes Bild nicht eins ist, wo alle perfekt in die Kamera lächeln, sondern wo sie sich gegenseitig vielleicht angucken, wo sie, genau, ich versuche dann auch so ein bisschen, also das, wenn ich merke, dass es mit dem Kind, mit dem großen Geschwisterkind vielleicht Probleme gibt, mit der Interaktion, wir wollten aber vielleicht noch ein Bild haben, was sozusagen mit beiden Geschwisterkindern ist, dann versuche ich, ja, einfach spielerisch und auch ein bisschen lustig irgendwie mit dem großen Kind zu sagen, oh, guck mal hier, die Füßchen, riechen die eigentlich nach Käse? Sind das Käsefüßchen? Oder kannst du mal irgendwie am Kopf riechen? Riecht da dein Bruder oder deine Schwester genauso wie an den Füßen? Und dann gibt man denen auch so kleine, minimale Regieanweisungen sozusagen oder in Form von einer Frage meistens. Und wenn sie das nicht wollen, wenn sie das nicht machen wollen, dann lasse ich es auch gut sein, ja. Und genau, man muss immer so ein bisschen gucken, bei wem hakt es jetzt. Also ja, das hängt wirklich auch von der Familie ab. Ja. Da ist ja im Prinzip auch das Thema Loslassen ganz wichtig. Einfach loslassen von einer bestimmten Vorstellung, loslassen von dem eigenen aufgebauten Druck. Das Thema, also nochmal zurück zu deiner Selbstständigkeit, diesen Schritt, den du getan hast, hast du ja auch von Verschiedenem losgelassen, von einer Vorstellung, von einem Leben, was du vorher hattest, um dich in das kalte Wasser zu stürzen sozusagen, mit einer, da gab es vielleicht noch keine konkrete Vorstellung und da war einfach der Mut da, diesen Schritt zu gehen. Was hast du hinter dir gelassen, von dem du erst dachtest, du könntest es nicht loslassen, aber jetzt fühlt es sich an wie eine Befreiung. Gibt es da was? Ja, absolut. Da kann ich sofort was zu sagen. Sehr gute Frage. Also ich habe definitiv ganz viel in meinem Kopf geändert, Denkweisen geändert. Und zwar, die hängen mit Sicherheit und Geld zusammen, diese Denkweisen. Ich habe immer geglaubt, ich kann nur wirkliche Sicherheit haben, wenn ich eine Festanstellung habe. Weil das habe ich losgelassen. Diesen Glaubenssatz konnte ich tatsächlich gehen lassen. Und natürlich mit Hilfe. Das funktioniert nicht komplett alleine. Genau, aber das hat sich so nach Befreiung angefühlt, zu verstehen, dass ich es jetzt selbst in der Hand habe, aber dass es keine Gefahr ist, so nach dem Motto, ja, weil vorher habe ich mir selbst immer eingeredet, ich könnte nicht genug Kunden haben, dass ich da finanziell sozusagen über die Runden komme, habe mir da also einfach eine große Angst irgendwie aufgebaut, weil ich dachte, ich komme auch aus einer Familie, das hängt natürlich damit zusammen auch, wo niemand selbstständig ist, wo ich jetzt die Erste bin. Da hört man natürlich auch alle möglichen Ängste von außen, die dann an einen selbst nochmal herangetragen werden. Und da einfach stark zu bleiben
Und trotzdem zu sagen, nein, ich gehe diesen Schritt und ich glaube daran, weil so viele Dinge, also ich werde nicht nach meiner Zeit mehr bezahlt. Ich werde nach dem Wert bezahlt, den ich liefere für die Kunden. Und es hängt total davon ab, wie ich es schaffe, das nach außen zu tragen, meine Idee, meinen Wert, den ich schaffe, und mir selbst auch darüber bewusst zu sein, was für einen Wert ich schaffe für die Familien. Und genau, das wird natürlich leichter mit der Zeit, wenn man jetzt, also ich muss sagen, jetzt ist natürlich die schlimmste Zeit vorbei. Also die allerschlimmste Zeit war wirklich, ich sag mal, Frühjahr 2020 bis Herbst 2020. Das war die heiße Phase, wo erstens der Betreuungsplatz von meinem Kleinsten weggebrochen ist, ich mich aber selbstständig machen wollte, schon in einem Existenzgründungsseminar drin war. Hier ohne Opa und Oma wäre gar nichts gelaufen. Ich hatte teilweise Online-Kurse, die waren von morgens um 9 bis abends um 17 Uhr. Das konnte man nicht schaffen mit der Betreuung der Kinder noch und dem Ganzen drumherum. Genau, und also da war ich immer wieder zwischendurch auch mal wirklich am Boden zerstört und dachte, oh Gott, wo führt das alles hin? Ist es wirklich richtig, was du hier machst und so? Aber genau, also für mich steht einfach fest, ich wollte schon mein ganzes Leben lang Fotografin sein und ich habe mein Herzensthema gefunden und ich sehe einfach inzwischen diesen riesen Mehrwert. Und das wusste ich damals auch schon. Da waren nur einfach so eben viele Blockaden, wie man heute so schön sagt, in meinem Mindset. Genau, also, die musste ich auflösen. Eine ganz große Rolle. Ich glaube, das ist auch das, was die meisten davon abhält, diesen Schritt in die komplette Selbstständigkeit zu schaffen, wenn sie nebenbei angestellt sind, weil einem ja von Anfang an Sicherheit suggeriert wird. Nur ich denke, im Wandel der Zeit, es ist genauso unsicher heutzutage, eine Festanstellung zu haben, oftmals. Und man hat tatsächlich mehr Möglichkeiten in der Selbstständigkeit, wenn man es richtig angeht. Absolut. Aber erst, wenn man es versucht und andere fragt, die schon dort sind, wo man hin möchte, das ist auch meine Erfahrung, packt man auch diesen Schritt. Und wenn man sich ein bisschen aus seinem eigenen Rudeldenken befreit, so hatte ich auch das Gefühl, wie du das gerade beschrieben hast, sich nicht auf die verlassen, die auch in einem Sicherheitsleben und Stil leben, sondern einfach mal die Fragen, die es einfach geschafft haben, weil es gibt so viele Selbstständige da draußen, die überhaupt kein Problem haben, selbstständig zu sein und sich einfach danach richten. Und ich glaube, das hast du einfach auch ganz gut gemeistert, vor allen Dingen einfach mit dieser mega Herausforderung in der Corona-Zeit mit Kindern. Das finde ich halt richtig stark. Wie hast du es dann geschafft, dieses Vertrauen, wo kam das her? Also wenn du sagst, du hast dann mal wirklich verzweifelte Momente gehabt, war das von dir innen, dieses Vertrauen, oder hast du das in deiner Familie auch, in deinem Mann zum Beispiel gefunden, hat er dich da unterstützt? Was war der Auslöser, dass du weitergehst? Ja. Beides irgendwie. Also einerseits habe ich eine super gute Unterstützung hier in meinem, also ganz nahen Umfeld. Mein Mann, der total hinter mir steht, und wir sind echt ein gutes Team. Wir sprechen uns immer ab und schmeißen dann auch mal die Pläne spontan über Bord, obwohl wir eigentlich sehr auch Typen sind, die es mögen, wenn Dinge so laufen, wie sie geplant sind. Aber es geht halt mit Kindern auch nicht immer. Man muss flexibel bleiben. Und ich bin total dankbar dafür, dass ich hier die Oma und den Opa irgendwie vor Ort hatte, die beide in Rente waren, die wir natürlich dann auch in dieser Zeit wirklich intensiv beansprucht haben. Und das hat mir natürlich total geholfen jetzt erstmal, aber das Vertrauen letztendlich ist, glaube ich, so ein bisschen gegründet auch in meine wirkliche, in dieses Feuer. Also ich habe ein Feuer in mir. Ich brenne total. Ich bin absolut mit Leidenschaft Fotografin und wollte da eigentlich nichts anderes sein. Bin zwar unterschiedlichste Wege in meinem Leben bisher gegangen, aber da fühle ich mich am wohlsten mit einer Kamera in der Hand. Es ist einfach so, als gehört es zu mir. Und
Ja, mit diesem Medium, es ist ja nur ein Medium, deshalb ist es auch völlig unwichtig, was das zum Beispiel für ein Modell ist oder mit was für einer Kamera ich fotografiere, ist eigentlich völlig egal, weil es ist ja nur ein Werkzeug. Und das Werkzeug kann immer nur so gut sein wie der, der es benutzt. Und das war mir auf jeden Fall vorher auch schon klar und ich wusste, dass ich weiterhin kreativ sein möchte. Und ich hatte aber einfach noch zu viel Wirrwarr in meinem Kopf auch. Also ich musste erst so eine klare Positionierung finden und so eine Ausrichtung dann haben, damit ich auch dann die ganzen weiteren Schritte auch gehen konnte, also das Marketing weitermachen konnte, damit es eben auch wachsen konnte. Und damit ich jetzt auch in diesem Wachstumsprozess, sage ich mal, ist das Vertrauen noch mehr gekommen, weil irgendwann kam so der Punkt, wo ich dachte, puh, jetzt ist die Angst ja tatsächlich irgendwie gerade weg. Und ich sehe auf meinem Konto, das wird mehr. Also du musst gar nicht so viel Angst haben. Und genau wie du sagst, ich kann auch in der Festanstellung gekündigt werden und von heute auf morgen ist die Sicherheit weg. Richtig. Ja, also es gibt keine Garantie. Wir sind in der Selbstständigkeit einfach nur verpflichtet, zu 100% selber Verantwortung zu übernehmen. Das ist einerseits eine Freiheit, weil wir selbst festlegen können, wie wir das machen wollen, wie wir es gestalten wollen, auch ganz detailliert. Andererseits ist es halt aber auch für einige nichts, weil sie sich gerne ein bisschen entspannter vielleicht auch in der Festanstellung mal zurücklehnen möchten, was ja auch in Ordnung ist. Ja, das hat ja auch ihre Berechtigung. Und man möchte vielleicht nicht für alles verantwortlich sein. So. Ich bin aber ein total, also vom Typ her so sehr autonomiebestimmt, sagen wir mal so. Und wie gesagt, es hat mich total auch in der Festanstellung schon genervt, wenn ich fertig war mit meiner Arbeit, dass ich da rumsitzen musste und nichts zu tun hatte und Däumchen gedreht habe. So, warum muss ich dann da meine Zeit verplempern? Warum kann ich nicht flexibel das tun? Also, weißt du, wir sind so schöpferisch und wir haben nur dieses eine Leben. Warum sollte man es mit etwas vergeuden, wo man jetzt gerade gar keine, also weißt du? Ja. Kann ich absolut nachvollziehen und dieses Thema Eigenverantwortung ist auch eine ganz große Sache. Wenn man merkt, wie mächtig man ist und dass man selbst sein Leben steuern kann und das und die Ergebnisse auch steuern kann, und man an sich selbst anfangen muss zu arbeiten, um eine andere Persönlichkeit zu werden, um dieses Ziel zu erreichen, wo man hin möchte. Davor schrecken sich die meisten zurück, weil es Wellen schlägt. Es schlägt Wellen im Freundeskreis und in der Familie. Und es wird so ein bisschen, es ruckelt so ein bisschen dann, finde ich, im Leben. Und nicht jeder möchte das auch wahrhaben, dass man selbst dann etwas ins Rollen bringt, was viele außenrum mitändert. Und das machst du ja auch als einzig Selbstständige erstmal in deiner Familie, als Pionier sozusagen. Das finde ich eigentlich schon stark, da auch zu bleiben und zu sagen, hey Leute, guckt mal, wie das auch funktionieren kann. Also ganz stark. Ja. Danke dir, liebe Julia, für das liebe Feedback. Ich würde gerne noch 3 Fragen zum Abschluss. Und zwar, was würdest du denn in einer ähnlichen Situation anderen raten, sei es jetzt als Fotografin oder generell von ihrem Angestelltenverhältnis, der Schritt in die Selbstständigkeit, was braucht es deiner Meinung nach an Ressource, um das zu machen? Genau, also erstmal muss man für sich selber erkennen, man kann es nicht alleine schaffen. Das ist die allerwichtigste Erkenntnis. Man muss Hilfe annehmen von Anfang an. Und wenn man merkt, dass man als Mutter beispielsweise ein schlechtes Gewissen bekommt, dass man nicht genug für seine Kinder da sein kann, weil man jetzt arbeitet, dann muss man diesen Glaubenssatz irgendwie auch auflösen und für sich heilen. Und auch dafür kann man sich Hilfe suchen. Man kann sich überall Hilfe suchen. Erstmal muss man wissen, okay, was sind die Prioritäten? Weil für jeden sind es andere Prioritäten. Und ist wirklich Selbstbestimmung, hat das wirklich eine so hohe Priorität in meinem Leben? Weil das und Selbstverantwortung, das würde ich erstmal sozusagen mitgeben als Vorüberlegung und damit erstmal so ein bisschen, ja, einfach, wie man so schön sagt, erstmal meditieren, sitzen und darüber auch nachdenken. Und wenn man dann zu dem Schluss kommt, nee, das ist genau mein Ding und das will ich unbedingt, dann, wie gesagt,
einfach anfangen, losgehen, sich Hilfe suchen, sich einen Coach suchen, gucken, sich informieren, wie kriege ich das hin, dass ich hier einen Existenzgründungszuschuss bekomme, welche Steps sind die nächsten, was muss ich machen, je nachdem, also in was für einer Situation man ist. Und ich würde, ja, man kann es natürlich auch nicht so pauschal sagen. Es gibt auch viele Fotografinnen, die ich kenne, die auch, wie du sagst, nebenher also eine Festanstellung haben und so wie ich auch das gemacht habe am Anfang, als Kleinunternehmer dann am Wochenende losziehen und dann auch noch eine Familie haben. Ich sage einfach mal, ihr seid dann noch mal mehr zerrissen. Ihr habt noch mal eine Baustelle mehr. Ja, also da einfach auch zu überlegen, wie kann ich es heilen, wie kann ich die Sicherheit, die ich so sehr benötige in finanzieller Art, wie kann ich jetzt versuchen, mir vielleicht ein Polster anzuschaffen, finanzieller Art, damit ich dann zum Tag XX, also das Planen, Vorausplanen, mich selbstständig machen kann. So, und dann wirklich Step by Step, also sich vor allem informieren und Hilfe holen. Nicht sagen, ich kann alles alleine. Ich kann nicht Kinder betreuen, gleichzeitig den Haushalt schmeißen und gleichzeitig ein Unternehmen führen. Das geht nicht. Ja, absolut. Man muss das ganz klar trennen. Man muss für sich selbst eine Struktur schaffen, die zu einem passt. Das ist auch wiederum bei jedem anders. Ich kann das ja mal ganz kurz erzählen, wie das bei mir ist. Also bei mir hat es erst richtig gut angefangen zu funktionieren und auch zu laufen im Business, als nämlich die Struktur dann gegeben war mit der Kinderbetreuung auch meines Kleinsten. Weil solange der hier zu Hause war und ich ihn noch gehört habe, auch wenn der mit Opa oder Oma irgendwo hier im Haus war, habe ich trotzdem mit halbem Ohr irgendwo ihn ja gehört, wenn er geschrien hat oder nach Mama gerufen hat, ja. Dann ist man nicht hundertprozentig fokussiert. Man muss irgendwie versuchen, sich so Umstände zu schaffen, dass man wirklich sich konzentrieren kann auch auf seine Sache und dann Fokus halten. Das ist ja auch etwas, was richtig schwierig ist heutzutage, weil wir haben unser Handy und sind ständig abgelenkt durch Social Media, durch was auch immer. Und auch da, ich schreibe mir meine wichtigsten To-Dos auf, priorisiere eine Sache und ich nehme mir nur diese eine Sache vor, versuche mich nur darauf zu konzentrieren. Wenn ich merke, dass ich abgelenkt werde, sage ich nein, ich schalte es wieder ab, stopp. Und versuche wieder zurückzukommen und meinen Fokus zu halten. Dinge, die unbequem sind und die mir lästig sind und die wirklich viel Zeit rauben beispielsweise, versuche ich auszulagern. Also beispielsweise eine Sache, die ich ausgelagert habe, ist die Bildbearbeitung. Ich habe eine gewisse Vorstellung davon, wie die Bildbearbeitung funktionieren sollte. Ich habe zum Glück jemanden gefunden, der es genauso umsetzen kann. Natürlich wendet man einmal die Zeit auf, um diese Anzeige zu schalten, um die Suche zu aktivieren und so weiter. Das ist einmal ein Zeitaufwand. Und dann kann man auch ja, eigene Regeln vereinbaren. Ja, ich habe zum Beispiel mit meiner Assistentin das so, dass ich jeden Freitag mit ihr zusammen mich im Zoom treffe und wir besprechen, okay, welche Shootings waren diese Woche dran, welche schicke ich dir rüber zur Bearbeitung, wie sollst du das machen? Und genau, ich habe ihr das erklärt, sie ist da total super, sie ist eine Studentin, eine Designstudentin, die es auch super findet, dass sie sich da einfach mit einer Sache, also sie steht einfach auch hinter dem, was ich fotografiere, das war mir auch wichtig, ja. Also sie sollte nicht einfach nur das vom Handwerklichen können, sondern sie soll es auch inhaltlich irgendwie mit unterstützen, ne? Also Leute sich zu suchen, die auch die gleiche Vision haben wie du. Also das ist auch so ein Tipp. Such dir Leute, die zu dir passen. Und wenn man sich dann auf die Suche begibt, dann findet man die auch. Und vor allem dann auch dankbar sein dafür, dass man das hat. Und auch sich immer wieder vor Augen führen, wenn es mal schlecht läuft, umso mehr, wenn es gerade eine Dürrephase gibt, schreib dir auf deine Erfolge und zwar jede Woche. Ich schreibe sie mir jede Woche auf. Ich hole mein Erfolgstagebuch raus und lese mir meine Erfolge durch und sehe, boah, wo war ich noch vor einer Woche? Wo war ich vor einem Monat? Wo war ich vor einem Jahr? Und wo bin ich jetzt? Also genau, sich das auch wirklich immer wieder klar zu machen und sich selbst anzuerkennen, das ist eigentlich auch so ein Grundding, was, glaube ich,
schon dazu gehört und auch sein muss. Man kann nicht erwarten, dass man vom Außen immer Applaus bekommt. Die Kunden, die sind im besten Falle meistens zufrieden mit meinen Arbeiten, aber jetzt auch nicht immer. Ja, da gibt es auch mal Kunden, die auch was auszusetzen haben. Ja, das muss man nicht persönlich nehmen und gleich denken, oh Gott, jetzt muss ich alles hinschmeißen. Ja, also da muss man so stark sein und professionell damit umgehen. Mhm. Und genau, einfach auch im Kontakt bleiben. Also zusammenfassend einfach Prioritäten setzen, Hilfe suchen und Durchhaltevermögen letztendlich, wenn man dann den Schritt wagt. Das sind so ganz, ganz wichtige Dinge. Ganz toll. Ja. Super. Nee, das wird bestimmt auch einige inspirieren, auf jeden Fall. Ich nenne mich ja die Sichtbarmacherin. Das heißt, für mich ist das einfach, diesen Augenblick sichtbar zu machen in der Fotografie. Gibt es was Bestimmtes, was für dich sichtbar machen in deiner Arbeit bedeutet? Was machst du sichtbar? Ja, das ist auch eine sehr schöne Frage. Also ich finde sowieso deinen Namen auch richtig toll, die Sichtbarmacherin, weil genau letztendlich machen wir Fotografen ja alle etwas sichtbar. Und ich mache vor allem sichtbar die Momente mit den Kindern, wenn sie noch sehr klein sind, glaube ich. Also diese ganz besondere Zeit, die für viele einfach sehr, sehr schnell verfliegt, mhm, und die auch oft verpasst wird, dass man dort ein Fotoshooting machen kann. Ich habe es auch ein bisschen aus dem Bedürfnis heraus gemacht, weil ich wollte eigentlich selbst auch unbedingt ein Shooting haben bei mir zu Hause. Und ich habe hier niemanden gefunden. Ich musste immer in irgendein Studio. Und es ist so ein Stress, wenn jeder, der das schon mal gemacht hat, mit Kind in ein Studio zu gehen, zu einem gewissen Zeitpunkt irgendwo sein zu müssen, der weiß ganz genau, wovon ich rede. Ja, also hast du erstmal alle angezogen, eine halbe Stunde lang vorher alles vorbereitet, gestillt oder abgepumpt oder Fläschchen vorbereitet, 1000 Sachen gepackt. Man macht ja eine halbe Weltreise immer mit Kindern und packt sonst was. Und dann kurz vor Schluss irgendwie wird nochmal in die Windel gekackt. Und dann, oh nee, musste wieder ausziehen, nochmal Windel machen, dann sind wieder 15 Minuten, dann bist du zu spät, bist völlig gestresst, der Schweiß steht dir schon auf der Stirn, du kommst da an und bist natürlich überhaupt nicht entspannt. Und es ist überhaupt nicht das Lebensgefühl, in dem du dich eigentlich gerade befindest. Ja. Und ich möchte einfach, dass die jungen Familien sich mit meinen Fotos immer an diese schöne Zeit erinnern können, wo die Kinder einfach noch so klein sind. Ja, wunderbar, das ist ganz toll. Katharina, wo finden dich deine Kunden? Wo kann man dich buchen und deine Arbeit beobachten? Am einfachsten geht das, wenn man auf meine Webseite geht, www.miranovarose.com. Mhm. Und da kann man auch entweder über das Kontaktformular mich anschreiben oder man kann auch sich einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch buchen. Genau, und da sich im Kalender einen passenden Termin für sich raussuchen. Genau, das ist eigentlich der einfachste Weg. Ja, man kann mich aber auch natürlich auf Instagram oder Facebook finden. Unter demselben Namen? Auch unter demselben Namen, Miranova Rose, genau. Perfekt. Ich danke dir von Herzen für dieses tolle Interview, für die Einblicke, die Inspirationen und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg auf deinem weiteren Beruf. Danke, Julia. Und ich bin mir sicher, wir werden noch ganz, ganz viel von dir sehen und deine Kunden werden super glücklich mit deinen Bildern sein. Ich danke dir. Vielen lieben Dank.